Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren TNT-Kanonen-Vorstellung. Heute geht es um die Lupfkanonen. Das Video hat sich ja jetzt einige Zeit hingezogen, aber jetzt hat mir mal Zeit, das zu machen. Und ich werde euch versprechen, es wird dann auch bald den Vorgi V3 geben. Genau, weil das ist jetzt die letzte Kanone, die in unserem V3 verbaut wurde und die wir euch jetzt noch davor vorstellen wollen. Und ja, die Lupfkanone ist eine Kanone. Oh Gott, wer denn jetzt diese TNT-Teppiche zündet? Ja. Ist eine Kanone, eine Eigenkreation, dessen Sinn es ist, einfach nur hochzuschießen. Zum Beispiel perfekt für Wargs, wenn man Kanonen unten einbauen will, die gewöhnlich beim Gegner keinen Schaden machen. Also die Kanonen schießen einfach nur weit nach oben. Ist deshalb eigentlich auch keine Eigenkreation, weil es gibt viele Kanonen, die weit nach oben schießen. Ja, gut, das ist jetzt einfach mal ein ganz simpler Typ, der den... Hoppla. Der die Funktionsweise zeigt. Wir haben jetzt hier zwei TNT als Ansetzer-TNT und 6 Treibladungen und ein Projektil, das kann man noch erweitern natürlich. Und eine sehr, sehr lange Verzögerung. Das ist nämlich wichtig, weil wir wissen ja, es TNT fliegt umso höher, desto stärker die Druckwelle das TNT von unten erwischt. Deshalb werden hier die Treibladungen komprimiert durch den Ansetzer und dadurch ja, schießt halt einfach weiter nach oben. Und außerdem wird das Projektil später gezündet. Deshalb ist es noch meistens so in der Luft, so ungefähr hier, wenn die Treibladungen dann explodieren. Dadurch fliegt sie nochmal höher. Natürlich haben wir dafür einen Brauchstand verwendet. Ich glaube, in diesem Fall ist die Verzögerung sogar die vollen 9 Repeater hier, wenn mich das nicht ganz täuscht. Es sind 8,5 volle Repeater. Also 9 wäre kritisch, aber ja. Man musste noch einen vollen Repeater abziehen wegen dem Ansatz der TNT. Ach, stimmt, genau. Ja gut, ja. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Wir haben jetzt hier auch so eine recht hohe Wand aufgebaut. Genau, du fliegst einfach schon mal vor, weil das ist dann, da kann man es besser erkennen. Jo, ich denke schon, dass das jetzt gut funktionieren wird. Die Kanone schießt halt... Doch, sie schießt auch sehr hoch. Oh ja, das konnte man es, glaube ich, richtig gut sehen. Das war es eigentlich schon fast schon eine übertriebene Höhe, also so hoch ist sowieso kein Vorgehen mehr. Oder nur das Wenige. Ja gut, dafür hätten wir vielleicht den Ansatz herausnehmen sollen, aber das ist jetzt auch egal. Jedenfalls hat man das Prinzip, glaube ich, sehr gut erkannt. Und selbst wenn, bei dem Schuss hier war es jetzt so, dass es vielleicht eventuell sogar zu hoch geflogen wäre. Aber da das ja erst so spät dann auch explodiert, das Projektil, hat es auch wieder ein bisschen Zeit, wieder runterzufallen. Ja, man muss auch bedenken, es wird ja auch gepanzert, die Kanone, und dadurch wirst du nochmal die Reichweite ein bisschen verkleinert. Du kannst nochmal schnell hier unten bleiben, da kann man noch schnell aus der Nähe sehen, wie das funktioniert. Das ist sozusagen das Beispiel für die Funktionsweise. Okay, jetzt habe ich dafür die Explosion nicht gesehen, aber das macht jetzt auch nichts. Ja, Hauptsache man hat gut gesehen, wie es von unten das TNT erwischt hat und es nach oben geflogen ist. Ja, so die nächsten Kanonen hier, die habe ich vorhin mal ganz schnell aufgebaut, weil Lupfkanonen, von denen haben wir wirklich nicht viele gebaut, weil die sind nicht so die wichtigsten Kanonen, um es so auszudrücken. Deshalb stellen wir sie auch erst jetzt vor. Die sind halt gewöhnlich an der Position, wo in Wargames die schlechtesten Kanonen stehen, nämlich ganz unten. In diesem Fall machen die halt auch noch ein bisschen Schaden. Und die hier ist enorm kompakt gebaut worden. Also habe ich vorhin erstaunlich kompakt gebaut. Also das mit ein bisschen Schaden würde ich aber schon rausstreichen, weil, wie man das hier vielleicht schon sieht, das sind hier auch schon 8 Projektile und 8 TNT, wenn die gezündet werden. Das macht schon ordentlich Schaden. Genau, also wir beladen jetzt die Treibladungen hier hoch. Und die Projektile kommen dahin, wo es mit den Half-Slabs markiert wurde. Der Witz an der Sache ist jetzt, also wir sehen natürlich, hier unten sind natürlich auch wieder Braustände. Braustände hat man eigentlich bei so ziemlich jeder Lupfkanone. Das muss ja hochfliegen und das geht eigentlich hauptsächlich nur bei Brauständen. Was man auch machen könnte, was wir in letzter Zeit auch ganz oft machen,
das sind Leitern nehmen für Kanonen. Das funktioniert genauso, aber das geht nur bei einem Lauf, der nicht breiter als zwei Blöcke ist. Weil breiter, da würde es mit Leitern nicht mehr funktionieren. Sollen wir hier mal Leitern hinbauen? Ich hab's, können wir später machen oder so. Also momentan hat's nämlich mit Baustellen ganz gut funktioniert. Ich würde es jetzt erstmal bei Baustellen belassen, aber gleich können wir es auch mal noch mit Leitern zeigen. Okay, gut, dann machen wir das nachher mit den Leitern. Oh, fail, ich sehe gerade, hier ist ein Block weggecreeft. So, also jetzt passiert Folgendes. Die ganzen 8 Treibladungen fallen hier in sich zusammen, sind dann alle vom Volumen her in zwei Blöcken, hier unten liegend. Dann haben wir hier ganz unten auch noch zwei Pistons, die dann diese ganzen, ja genau, die sieht man hier unten, die schieben die ganzen Treibladungen dann in die Wasserquelle hinein. Und das funktioniert auch, da die Treibladungen schon gezündet sind. Dadurch zerstören die Wasserquelle nicht. Und dann ist es genau ein Block von den Projektilen entfernt. Und das ist wirklich das Optimale. Dadurch fliegt es maximal hoch, die Projektile. Was ich jetzt gerade noch sehe, ich denke, das könnte man vielleicht ein bisschen erweitern noch, wenn man die Wasserquellen jetzt nicht da hier in der Mitte setzen will, sondern einen Block weiter nach außen, dann könnte man noch ein paar mehr Treibladungen reinmachen, aber das macht nicht viel aus, vor allem da es ja wirklich direkt hinter den Projektilen ist. Also hier wird auch genau aus allen 8 Treibladungen wird das Maximum rausgeholt, was überhaupt möglich ist. Diesen Komprimiereffekt, den haben wir sonst durch den Ansetzer. Aber gut, wir testen das Ganze jetzt einfach mal. Wir werden wieder zwei Schüsse machen, einmal das Resultat und einmal kannst zum Schauen, wie es funktioniert. Also erstmal guckst du es hier mal, zeigst mal, wie das jetzt so aussieht. Okay, das hat jetzt leider sehr gestreut. Normalerweise ist da natürlich noch ein Lauf vorne dran und dann wird das auch nicht so stark auseinanderfliegen. Aber ich denke, man hat schon gut gesehen, dass einige Projektile wirklich ziemlich hoch geflogen sind. Und auch das hier, ich denke, das hat ungefähr die Mitte eines Lauges getroffen, bei der Brücke oder so. Das ist ja auch schon mal ziemlich gut, wenn da was hintrifft. Genau, also das ist auch der Sinn dieser Kanonen. Und außerdem, was wir hier haben, ist jetzt, das sind jetzt halt nur zwei Vollrepeater an Dings Delay. Was machst du hier für Und eine ich, ja, Überschwemmung? ich glaube, ich hab's gerade zerstört. Sorry. Ne, oder nee, geht das sogar noch? Ja, es lebt noch alles, ja. Ich wollte eigentlich die Baustelle wegmachen und jetzt durch Leitern ersetzen. Ja, mach ruhig mal. Ja, Leider anstatt sind den wirklich nur. Baustellen habe ich dann leider das Endstone weggegrieft. Und schon wieder, ich glaube es Fail. nicht. Okay. Ja, also Lauf kann man natürlich auch noch dran bauen. Also vielleicht machen wir dazu mal ein Tricks- und Kniffe-Video, wie baue ich den perfekten Lauf für unsere Kanone. Nein, vielleicht. Na gut, mal sehen. Also die explodieren jetzt natürlich auch alle sehr früh, wie gesagt, nach zwei vollen Repeatern. Also Jo, ich habe das übrigens da. nicht viel. Ich habe nicht viel gesehen. Also ich habe nämlich gerade so unten auf die Leitern geguckt und so, weil es ein bisschen fail aussah. Nee, das war hier schon recht gut, glaube ich. Bis zur Wand ist es auch gekommen und hier sind schon nach zwei Schuss teilweise vier Blöcke tief in die Panzerung rein. Und ich denke mal, dass vor allem die Lupfkanonen auch nach dem ersten Schuss des gegnerischen Warriors noch stehen würden. Vor allem jetzt bei den neuen Regeln. Da die Kanonen ja nicht wirklich beladen sein dürfen und die man wirklich sehr schnell beladen kann. Also ja gut, allerdings fehlt ihnen halt so ein bisschen die Feuerkraft. Das muss man halt immer ein bisschen abwägen in seinem Borgia, ob man dann die Kanone einbaut oder nicht. Genau, mit den neuen Regeln von 11 Kanonen maximal, dann muss man halt überlegen, macht das Sinn oder nicht. Gut, dann gehen wir hier weiter nach links. Ist genau dieselbe Kanone. Ach genau, ich wollte jetzt noch schnell zeigen, wie die Kanone aufgebaut ist. Also, wir haben jetzt hier hinten relativ komisch gebaut, die Zündung der Treibladung, das sind diese Blöcke hier so und hier in der Gegend. Dann haben wir hier unten eine sehr lange Verzögerung zu den Pistons, weil die Treibladungen müssen erstmal runterfallen. Und wenn sie runtergefallen sind, dann müssen die Pisten ausfahren.
Dann wird hier oben bei Zündung der obersten Treibladungen wird das Signal abgezweckt und dann hier vorne in zwei volle Repeater reingeleitet, die dann hier vorne die Projektile zünden. Eigentlich ganz simpel, sieht nur irgendwie chaotisch aus, aber. Ja, das ist irgendwie immer so bei kompakten Versionen, dass es mit der Technik halt ein bisschen chaotisch wird. Ja, Aber ich genau, denke, also. das kann man schon recht gut erkennen. Irgendwie sehen all unsere Kanonen immer so komisch aus. Naja, also hier erkennt man eigentlich auch schon den gleichen Größenunterschied. Wir haben hier nämlich jetzt auch wieder 8,5 volle Repeater-Verzögerung für die Projektile. Das braucht man einfach dafür, damit das nochmal höher fliegt. Gut, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen übertrieben und so, weil wer braucht Kanonen, die wirklich so hoch schießen? Aber wenn man jetzt irgendwie so ein Minecraft Mount Everest oder so auf den Gipfel schießen will, das könnte man so mit so einer Kanone machen. Das ist halt ziemlich genau das Gegenteil einer Artilleriekanone. Artilleriekanonen müssen von oben auf den Gegner drauf schießen, die hier müssen von unten auf den Gegner schießen. Jo, ich würde sagen, wir probieren das dann auch hier nochmal. Jo, der einzige Unterschied ist, wie gesagt, die TNT, die haben kaum Zeit, um runterzufallen auf die Baustände hier, sondern sind meistens noch in der Luft, wenn es dann abgefeuert wird, und dadurch fliegen sie nochmal viel höher. Explodieren natürlich auch später dann. Jo, also eins ist, glaube ich, hier sogar bis an die Kante vom Block hier oben hochgeflogen oder vielleicht sogar drüber. Man hat es jetzt leider nicht mehr gesehen, aber ich denke, von der Flugbahn her, die konnte man, denke ich, schon recht gut erkennen. Und das ist wirklich enorm hochgeflogen. So, ich versuche gerade mal eine kleine Art Lauf oder so dran zu bauen, mit sich nicht mehr so viel streut und so und nicht mehr zu hoch fliegt. Zu hoch fliegt. Genau. Aber mit dem Dach drüber wäre ich vorsichtig, ganz ehrlich, weil das schießt ja doch ziemlich früh, ziemlich weit nach oben. Scheiße! Jo, das war das, was ich jetzt befürchtet habe, dass das nur noch nach vorne rausfliegt jetzt. Und hier sogar alles zerstört. Was hat es hier denn jetzt angerichtet? Ich denke mal, das ist sogar an dem Dach hier oben hängen geblieben und dann nach rechts rausgeflogen oder so. Gut, also was lernen wir darauf? Passt auf mit den Läufen bauen. Gut, wahrscheinlich machen wir dann wirklich eine Folge. Wie baue ich meinen den perfekten Lauf? Nee, aber ich denke, man konnte das Prinzip ja jetzt recht gut erkennen eigentlich, auch wenn es hier jetzt gerade wieder in die Luft geflogen ist. Ein bisschen Spaß muss sein. Naja. Gut, das baue ich ganz schnell hin. Das geht ja relativ schnell. So. Ach ja, hier unten geht's auch noch was dran. Gut. So, und hier unten fehlt noch Redstone, oder? Ja. Und hier. So, jetzt stimmt's wieder. Also man sieht, die Kanone ist auch einfach zum Reparieren, wenn man sie selbst gebaut hat. Gut, ich glaube, du hast hier gerade keinen Plan oder so, oder doch, oder? Ja doch, es geht schon einigermaßen. Jetzt verstellen die Repeater wieder gegenseitig. Jo, fail. Gut, dann gehen wir hier hoch und so. So, das müsste stimmen. Jo, jetzt funktionieren sie wieder. Ja, ich habe dann eine ganz andere Idee für den Lauf. Ich würde sagen, es mü müsste können, müsste man dann so bauen. Also jetzt fliegt sicher nichts mehr falsch. Allerdings glaube ich jetzt, dass das fast im Lauf stecken bleibt oder Stecken das. bleiben nicht, dafür jetzt auch viel zu viel Schwung. Jetzt ist eigentlich auch eine Art Hochgeschwindigkeitskanone, die wir auch noch vorstellen werden. Also ich denke nicht, dass das jetzt eher ziemlich nach oben fliegt.
Ja, sieht man, das bringt ja gar nichts so. Ja, es ist außer, dass es ziemlich schnell rausgeflogen ist, hat nichts mehr gebracht. Gut, dann muss man halt überlegen. Es ist ja auch nicht so schlimm oder so, einen Lauf dran zu bauen. Man kann auch einfach hier ziemlich lang, ziemlich weit offen lassen. Ja, also, man muss es ja auch nicht unbedingt in einem Wargear einbauen und wenn, kann man es auch anders machen. Wie gesagt, ihr könnt da eure eigenen Kanonen bauen und die als Inspiration nehmen, sozusagen. Also so funktioniert das Prinzip einer Lupfkanone oder halt Hochschusskanone, wie man es nennt. Ja. Sonst gibt's zu der Technik eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, das hat man jetzt ganz gut gesehen und ist ja auch eigentlich logisch, dass das TNT nach oben fliegt. Genau, und wenn ihr wollt, dass wir die Kanone in einem Let's Build mal ganz schnell aufbauen oder so, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne kommentieren und das Video liken, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch sehr gefallen hat und ihr mehr Kanonen-Tutorials und so weiter wollt, dann könnt ihr uns auch abonnieren. Wir würden uns darüber wie immer sehr freuen. Und dann, Matze, ja, dann bis zu einem weiteren Video. Ciao. Ciao.